Moinsen Leute und willkommen zu richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen Paris. Ja, wir müssen jetzt mal überlegen, was wir denn heute machen. Theoretisch war das ja in den letzten Spielen eigentlich immer relativ gut gelaufen. Wenn man jetzt aber das Ultimate Team momentan guckt, ja, da denkt man auch so, was das denn für eine Scheiße, das läuft überhaupt nicht, ja. Manchmal so, würde ich mal sagen. Und wir sind auf Platz 2 in der Tabelle und Real Madrid ist nur noch vorne. Torschützenliste sind wir eigentlich auch gut dabei. Aber die Frage ist die, Paris im Endeffekt ein gefährlicher Gegner. Absolut, die waren auch oben in der Tabelle. Würde ich auch schon fast sagen, dass wir doch mit dieser Elf weiterspielen. Andersrum haben wir natürlich immer diese Gefahr, wenn wir dann gegen so mit... wenn wir dann mit Spielern, die wir eigentlich im Endeffekt ja letztes Mal auch schon eingesetzt haben, weiterspielen, dass wir dann vielleicht sogar das Ding verlieren sollten. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Ich hoffe einfach auf das Beste. Ich hoffe einfach auf das Beste und dann sollte es hinhauen, hoffentlich. Naja. Aber wie gesagt, die Verunsicherheit, ich hoffe, dass natürlich die Verunsicherheit jetzt sich nicht hier auf Barcelona auch abwälzt. Das wäre extrem kacke. Naja, dann wäre es, das wäre relativ traurig. Aber sowas kann auch vorkommen. Sowas sollte nicht vorkommen, kann aber. Naja, andersrum, unsere Gegner waren jetzt auch nicht gerade die leichtesten. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also, ah, shit. Okay, das zählt als Versuch. Schade. So. Gut, dass unser Spieler schneller ist. So. Ist jetzt nicht so elegant gewesen, aber es passt schon. Passt schon. Und wir sind schlechter als damals. Das ist doch unfassbar. Wir sind echt schlechter als damals. Ich bin erschüttert. Aber okay. Elf haben mitgemacht. So, heute gegen Paris. Ja, Paris. Ein Team im Endeffekt, das ist ganz interessant eigentlich, dass wir jetzt gegen Paris spielen. Insbesondere, weil wir ja momentan hier auch in der politischen Situation mit den Parisern zu tun haben. Dann dürfen wir auch mal gegen Paris spielen. Es ist jetzt nichts Besonderes von wegen, hey, jetzt spielen wir gegen Paris, weil das passiert ist. Nein, es ist einfach so, dass der Matchplan das vorsieht. Der Matchplan sieht jetzt vor, dass wir jetzt gegen Paris spielen. Wenn wir dann am Samstag hätten gegen Paris gespielt, also, dann wäre es anders ausgegangen. Ja. Ab sofort habe ich ja schon gesagt, bei Ultimate Team werden wir das Stadionturnier lediglich am Mittwoch zeigen, nur noch. Das zieht sich dann dadurch extrem in die Länge, ja, aber dadurch kommen die anderen Modis auch nochmal ein bisschen zur Geltung. Und ja, ihr werdet dann völlig verwirrt sein wegen den Punkten oben in der Ecke. Das ist dann die Reihenfolge, in der ich dann gespielt habe. So einfach ist das. Das ist reihenfolgentechnisch. Toll, hoffe ich mal. So, vorne im Sturm Lavezzi, den wir ja schon in der letzten Saison hochgeheiligt haben. Der in der letzten Saison gegen uns als Chelsea alle Tore geschossen hat. Ich glaube, 3 waren es. Und von daher, das sollte heute nicht passieren. Und heute sollte auch nicht passieren, dass wir das Ding hier irgendwie doof gestalten. Wir sind nämlich Tabelle Zweiter und... da sollten wir schon die Spannung aufrechthalten. Also Zlatan Ibrahimovic eventuell ein extrem wichtiger Spieler, aber ich glaube, wir sollten eher auf Lavezzi aufpassen. Außer der spielt diese Saison nicht so gut wie letztes Jahr. So, Paris selbst als Team, ja, neben diesen ganzen Unruhen momentan in Paris, ein Team, was vor einiger Weile, noch vor, ich glaube, vor 5 Jahren oder so, ne, ein bisschen länger her, es ist, glaube ich, 2007, 2008 war das, damals fast abgestiegen ist, also da war totale, da ging es total abwärts und danach kam, glaube ich, irgend so ein Scheich und dann ging es aufwärts. Dann hat man einen Ibrahimovic gekauft und alles lief super.
Und das sollte heute hoffentlich nicht so sein, dass wir das hier die Gegner so super loben. Also, dass die heute einen Abschluss hier noch ein Tor erzielen, das sollte auch nicht so sein. Oben immer mal wieder eingeblendet, wer jetzt gegen wen spielt und wie hoch. Arsenal führt gegen Schalke mit 1 zu 0. So. Ah, Di Maria. Ja, Di Maria soll ja Gerüchten zufolge wieder zu Real. Weiß ich nicht, ob das so das Sinnvollste ist für Di Maria, der ja im Endeffekt bei Paris ja eine richtig extrem wichtige Rolle spielt. Manchester United hat auch eine wichtige Rolle gespielt. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung, wenn auch so ein Akteur jetzt in Paris spielt. Jetzt vielleicht! Ah, Trapp kriegt den, oder? Ist Trapp im Tor? Ich glaube schon. Die ist Nummer 30. Ich glaube, das ist Kevin Trapp. Ich habe nämlich am Anfang der Partie nicht drauf geachtet. Auch eine sehr interessante Sache, dass Paris sich den gekauft hat, den Kevin Trapp. Ob die Pariser wahrscheinlich davon ausgehen, dass Trapp demnächst die neue Nummer 1 des deutschen Nationaltores wird, das ist eine andere Frage. Abstoß. Nee, Sirigu steht im Tor. Okay. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Neue Nummer 1 wird, also theoretisch, manchmal kann man ja auch so ein bisschen spekulieren, so von wegen, Manuel Neuer momentan. Ja, der ist sehr gut drauf. Aber der FC Barcelona hat ja auch ein Testing, ne? Guter Torwart, aber momentan halt eben von der Leistung her momentan recht schwach. Da hat Barcelona schon bessere Torhüter gehabt, aber natürlich haben sie auch schon schlechtere Torhüter gehabt. Erst recht, weil Ter Stegen ja letzte Saison eine gute Saison gespielt hat in der Champions League. Aber eben in dieser Saison nicht wirklich glänzt. So, Lavezzi, ja, den nehmen wir mal einfach so eiskalt den Ball ab. Und das war eigentlich im Endeffekt super. Das sah super aus. Bis zu jenem Zeitpunkt, als wir dann nochmal gedribbelt haben. Gut. So, dann gucken wir mal Neymar. So, in die Mitte wieder. Wieder runter. Jetzt lauf dich frei. Ah, schade. Einwurf. Ja, Platz 2 in der Saison. Natürlich, für Barcelona ist das natürlich eine Sache für sich, dass man unter den Besten kommt. Erst recht, weil ja aktuell in diesem Spiel, glaube ich, selbst auch die so eingestellt sind, die aus Barcelona, dass sie alle Titel gewonnen haben. Haben sie ja auch. Alle ihren ihnen möglichen Titel haben sie gewonnen. Und das ist eben das, weswegen du manchmal dann auch sagen kannst, so von wegen, oh, der Titelhunger ist jetzt gestillt, jetzt brauchen wir den nicht mehr. Aber man kann auch anders das sagen. So, Pfosten! Und das Ding ist drin. Dankeschön. Sergio Busquets. Erst kriegt der Keeper den, dann kriegt der Pfosten den und dann kriegt unser Sergio Busquets den. Also so viel Pech musst du natürlich erstmal haben. Aber andersrum, das wäre was gewesen, hätten wir den Ball jetzt so daneben gesammelt. Ich glaube, das wäre in fast jedem Highlight-Ding gewesen. Ist auch das Schöne dabei, dass wir hier keinen haben, der jetzt im Endeffekt sagt so von wegen, hey, ich möchte ein Best-of machen daraus. Das wäre, glaube ich, das wäre, boah, das wäre extrem aufwendig. Aber hey, man kann ja eigentlich im Endeffekt, wenn man sich denkt am Anfang des Let's Plays, ja, ich mache ein Best-of davon, immer mal wieder Sachen aufschreiben, immer mal wieder gucken, was, wie, wo, wer, weshalb. Ich habe ja auch damals bei meinen Best-ofs von Bundesliga-Tipps und sonst was mir die Videos alle nochmal angeguckt. Das war ein Abschluss ja wirklich eine so eine Sache für sich, ne? Aber dieser Best-of von den Bundesliga-Tipps ist auch schon ein bisschen älter. Wie gesagt, Best-ofs bearbeiten, das dauert arschlange und du hast eigentlich im Endeffekt gefühlt kommst du nicht voran. So, die Pariser sind jetzt leicht verunsichert. Aber das ist auch gut so. Zlatan Ibrahimovic.
verliert den Ball. Ja, Länderspiele. Habt ihr die gesehen? Oder seht ihr sie jetzt gerade? Oder was weiß ich? Eventuell laufen die jetzt schon wieder. Wen habt ihr das gegönnt und wem nicht, zur Europameisterschaft zu fahren? Schreibt's in die Kommentare. Wir führen hier mit 1:0 durch Sergio Busquets, der hier stolz wie Oscar im Endeffekt vom Platz stolziert. Aber andersrum, das Spiel ist noch nicht vorbei. Du darfst jetzt noch nicht zu stolz sein, aber nun gut. Apropos stolz, Real Madrid und der AS Rom spielen unentschieden, was natürlich für uns noch mehr Stolz beinhaltet. Iniesta müssen wir, glaube ich, nochmal im Laufe des Spiels auswechseln. So, weil wir können ja hier im Blaue hier einfach auch mal wechseln, was wir beim Ultimate Team eher weniger können. Ja, war kein Foul, war Handspiel, war alles. Bloß nicht das Richtige. Oh Gott. So. Dann kicken wir mal. So, wieder in den 16er. Wieder ein bisschen tricksen und ein bisschen Dankeschön sagen. Lionel Messi trifft. 2:0. So kannst du auch gegen deine Formkrise, dass er halt mal die Tore schießen. Andersrum, Barcelona ist jetzt ein anderes Team, aber hey, Formkrise hin oder her. So geht das manchmal. Der FC Barcelona führt mit 2:0 gegen Paris. Ja, und Sirigu sieht auch nicht so dalle aus, also den hätte er kriegen können, theoretisch. Theoretisch gesehen hätte er den kriegen können, praktisch gesehen hat er ihn nicht gekriegt. Ja, ja, bitter, bitter. Das ist abseits, habe ich gesehen. War ein bisschen spät abseits gedacht. So, Real Madrid führt, das ist natürlich schlecht. So, unsere Fans sind natürlich so ein bisschen begeistert. Aber hey, dafür freuen wir uns dann schon fast auf das El Clasico, was demnächst ansteht. Und dann geht's Platz 1 gegen Platz 2, würde ich mal sagen, ne? Läuft darauf hinaus. So, wir wechseln. Und zwar, jetzt wechseln wir wirklich Iniesta raus. Weil ich merke schon jetzt, dass er schon langsam langsamer wird. Turan rein da vorne. Ich würde auch schon fast sagen, dass wir Sandro reintun. Für Lionel Messi. Und dass wir Sandro dann auf die linke Seite tun und den Beißer Suarez auf die andere Seite. So. Ja. Chelsea tut sich auch schwer gegen die Boca Juniors. Das ist natürlich super für uns. Der Titelverteidiger strauchelt. Aber das haben wir ja selbst auch mal als Chelsea auch mal gehabt, dass wir zwischendurch gestrauchelt haben. Also von daher, passt das schon. So, jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit. Passt das 3:0. Ja, das sah, glaube ich, ein bisschen merkwürdig aus. ein wenig merkwürdig. So, Wechsel, Doppelwechsel, wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen jetzt hier tauschen, dass wir den ein oder anderen Spieler dann jetzt hier nicht groß schonen, sondern eher auf neue Kräfte setzen. Wäre jetzt auch fast schon am Überlegen, ob wir den nächsten Wechsel auch nochmal vor der 75. Minute tätigen sollten. Nämlich Sergio Busquets, den Torschützen, der ist 1:0. Raus und dafür Song rein. Aber ich glaube, das machen wir jetzt. Weil wir im Endeffekt hinten ja auch noch die Null halten. Ich möchte gerne die Null halten. Und nein, nicht raus, sondern Song rein. Damit wir nämlich unten hinten noch die Null halten können. Ich denke mal, Sergio Busquets ist zwar noch fit genug für die gesamte Partie, aber ich möchte gerne dann schon jemanden, der da wirklich noch komplett durchpacen kann. Gegebenenfalls, wenn wir das brauchen.
So, Real Madrid führt 3-1, also die haben auch schon ihr Ding da durchgespielt, würde ich mal sagen. Also das Ding ist auch gegessen. Aber haben wir jetzt erwartet, dass der AS Rom das Ding verkeilt, der gewinnt gegen Real? Naja, weniger. Eher weniger. So, jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit. Nö. So, vor der 75. Minute wollte ich wechseln, ne? Das ist so viel zuvor für die 45. Minute. Theoretisch können wir den Ball ins Ausspielen, aber nee, machen wir nicht. So, gucken wir mal da lang. So, Al-Hilal und Hamburger SV unentschieden 1-1. Ist auch nicht gerade das schlechteste Ergebnis. Hamburg aber eher unten im Bereich. So, jetzt kommt der letzte Wechsel. Jetzt kommt unser Torschütze. Der verlässt den Platz. Song rein auf der anderen Seite. Da sehen wir auch einen Wechsel. Nämlich Pastore kommt. Müsste reinkommen für Di Maria, genau. Für Di Maria. So. Einmal fahren vorbei, cruising und das 3:0. Luis Suarez macht das Ding. Schön, so geht das, so darf es auch bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Ding ist drin, 3-0 und dann ist Paris jetzt auch besiegt. Wir haben unseren Dreierpack, also unsere drei Tore geschossen und dazu haben wir auch noch die drei Punkte im Sack und das ist viel wichtiger. Das ist viel wichtiger. 81. Minute, Führung 3:0. So, und jetzt können wir natürlich hier ganz easy das Ding runterspielen. Aber wie gesagt, ich bin da davon ausgegangen, dass wir heute hier ein heftig schwieriges Spiel haben. Dass das hier nicht Zuckerschlecken leicht wird, ist es auch nicht geworden. Haben harte gekämpft, im Endeffekt haben wir wirklich sehr hart gekämpft. In der zweiten Halbzeit ging es besser als in der ersten. Aber die Null steht noch nicht fest. Die Null steht noch nicht fest. Wechsel bei Paris, der letzte Wechsel. Aurier raus, Van der Wiel rein. Also da stellt man jetzt doch auf noch einen Verteidiger um. Kann das jetzt hier hinten dicht lassen oder was? Taktisch gesehen eigentlich nicht gerade die intelligenteste Weise, aber okay. Ajax führt gegen Lyon mit 2:1. Also unser erstes Tor, eher so ein Stocherding, aber im Laufe des Spiels ging es immer besser. So, Nachspielzeit beträgt eine Minute. So, ich hoffe, ihr freut euch dann drauf auf das Wochenende, denn auf das Wochenende, da gibt es jetzt diese Modis, die ihr wolltet oder auch nicht wolltet, wie auch immer. Ja, und Barcelona, das kommt jetzt immer mittwochs. Immer mittwochs Barcelona. Wir haben heute 0 gespielt und gewonnen und es ist enorm wichtig, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders passiert. Oder Paris mit nicht einer Chance. Also, ja, Real Madrid hat klar gewonnen. Naja, nicht so klar. Also wie die Bayern, die haben wirklich klar gewonnen. Chelsea hat einen Unentschieden geholt, nur gegen die Boca Juniors. Was dann in der Tabelle, glaube ich, ganz viel heißt. Ja, Schweinsteiger ist verletzt. Wir spielen gegen Chelsea London und das nächste Woche. Und Chelsea London, das wird ein richtig gutes Spiel, hoffe ich mal. Und das wird richtig interessant. Und Messi ist Torschützenkönig vor Suarez. Und wir gucken mal auf den Kalender. Und sehen dann im Endeffekt, wir spielen als nächstes gegen Chelsea. Danach geht's gegen Valencia. Dann gegen Juve und dann gegen Real Madrid und dann gegen die Bayern. Also das wird natürlich jetzt kein einfaches Zuckerschlecken. Erst recht dieses Programm nicht. Wenn man sich aber in der Tabelle jetzt anguckt, so von wegen, was übertreibst du denn? Also Chelsea, ja, die haben jetzt momentan eine Niederlagenserie oder besser gesagt keine gute Serie, die sind auf Platz 4 nur noch. Dann spielst du anschließend gegen den 9., dann haben wir den 5.,
den ersten und den dritten. Was stellst du dich an gegen den neunten? Wir haben gegen Valencia in der letzten Saison verloren, also das darfst du nicht vergessen. So, Schachtyor Donetsk, Hamburger SV, der AS Roma und Boca Juniors aktuell auf meinem Abstiegsplatz. Kann sich aber noch im Laufe dieser Saison ändern. Wir sind ja erst in der Notabführung auf Platz 14. Spieltag und wir sehen uns nächste Woche zum Spiel gegen Chelsea. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.